Hallo Leute, da bin ich's mal wieder, euer WWE-Sammler 14 mit meinem letzten Video aus, nicht Mallorca, jetzt bin ich schon ganz verrückt geworden, aus Italien am Gardasee, wieder aus unserem Hotel. Hier sieht man nochmal Pool und alles. Ja, wie gesagt, letztes Mal, weil wir morgen abreisen werden und ich habe für euch heute noch was gefunden, das letzte Mal, und es ist nämlich was ganz Besonderes, das ich noch nicht geöffnet habe. Und auch noch nicht gewusst habe, dass es sowas in Italien gibt. Ich kenne es aus Amerika, aber nicht aus Italien und Deutschland und so weiter. Eine Black Hurum Box mit dieser Promokarte, mit dem richtig geilen Holo-Effekt und mit der Figur und mit 4 Booster Packs. Und die werde ich mal öffnen, die habe ich auch sehr günstig gefunden. Die ist hier gar nicht mit Tesa angeklebt, geil. Hier ist es, hier die leere Verpackung. Ich habe auch immer nach WWE geguckt, ob es WWE-Sachen gibt, aber ich finde, ich habe wirklich nichts gefunden von WWE, also Zeitungen ja, aber was von Richtiges nicht. Hier haben wir die 4 Booster, die Black Hurum Figur und der Display Stand und noch die Promokarte muss ich noch irgendwie rauskriegen, habe ich auch schon. Sehr schön. So. Am besten würde ich sagen, legen wir die Booster hin und packen die Black Kyurem Figur aus. Weil wegen der Figur habe ich es mir auch eigentlich geholt. Weil die ist richtig geil, Leute. Guckt euch die an. Die ist richtig genial mit diesen Donnerdingern da hinten. Die stellen wir mal drauf. Am besten. Wie machen wir das? So gehört's. So, dann haben wir hier noch die ganze Pokebälle dran. Also die Figur ist richtig cool, die ist auch richtig schön groß. Sehr geil, schwarzes Kyurem. Ne, also die Figur steht nicht zum Tausch. Also die ist richtig cool. Hoffen wir, dass sie mir Glück bringt im Opening. Dann haben wir hier die Promo Black Kyurem Karte mit den coolen Attacken. Ja, hier ist es. Ein coolen Holo-Effekt. Die Qualität ist super. Der Fokus geht auch gerade toll. Sehr geil. Black Hurum. Machen wir mal so, dass es das in der Hand hält, die Karte. So. Und dann haben wir, ich rede schon wieder viel zu viel, und dann haben wir 2 Black and White Confini Varicati Boundaries Crossed und 2 Dragons Exalted Nero Bianco Stripe Dye Druggy. Ja, ich werde dann einfach mal mit den Dragons Exalted Packs anfangen und einfach mal auf einen guten Pull hoffen. Der Online-Code. Und vielen Dank auch an meine Abonnenten, jetzt sind es schon 960, glaube ich, oder sowas. Also richtig geil, noch 40 Abonnenten. Timpo, Bidoof, Murkrow, Golett, Boisil, Buffaland, Maractus, Roselia, Reverses und Palpitoad und meine Random Roserade. Okay, nächstes Pack, Terrakium vorne drauf. Der Online-Code. Da hätten wir ein Fungus, Dino, Mincino, Bidoof, Rock'n'Roller, Durant, Energy Fusione oder was das ist. Swablu. Ordino Reverse. Nee, ne? Serperior Shiny. Ja, wie geil. Fokus. Serperior Shiny. Auf Italienisch. Ja, geil. Hab. Boah, geil. Ich mag das. Boah, geil. Geile Karte. Sehr geil. Steht aber zum. Ich weiß nicht, ob die Karte zum Tausch steht. Ich habe die schon auf Englisch, aber noch nicht auf Deutsch und Italienisch. Und geil. Jetzt habe ich es zweimal auf. Boah, geil. Eine Shiny in einem. So einem Set zu ziehen, ist ja mal der absolute Hammer. Dann öffnen wir Boundaries Crossed.
Da hätten wir einen Trapinch, Psyduck, Voltorb, Snivy, Magwieda, Anemone, das ist ja mal geil, Skylar, Anemone, D-Watt, Azumarill, okay, das war eigentlich falsch drin, auch noch nicht gehabt, ein Trank ist die Reverse und meine Rare ist ein Kamerun. So. Also das hat sich schon gelohnt, Shiny Serperior, Hammer, letztes Pack. Yay. Ein Bidoff, Duskull, Capinch, Makuhita, Petred, Pulse TOD, Aspioles, Servine, Farfetch'd, Reverse ist ein Gloom und meine Rare ist ein Gliscor, Scorgro Holo. Sehr cool, ein kurzer Recap. Natürlich die Black Kyurem Promokarte. Dann die Scorgro und die richtig geile Serperior Shiny. Silver Star Secret Rare. Also richtig geile Karte. Genial. Genialer Abschluss. Geniales Abschlussvideo. Danke Black Kyurem, du hast mir sehr geholfen. Nee, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Karte. Das war's dann auf jeden Fall von mir. Ich verabschiede mich mit dem Pool. Ich werde die Gegend hier vermissen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Danke für meine weiteren Abonnenten. Abonniert mich weiter. Das war's. Und dann wird's am 14. spätestens 15. August weitergehen mit dem Plasma. Also in 5 Tagen weitergehen mit dem Plasma Blast Displays. Okay, das war's dann von mir und ich sage Tschüss, bis dann.